mir dann. Gut. Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Kolloquium, zur Kolloquiumssitzung. Und ich freue mich, Ihnen den Gast des heutigen Abends vorstellen zu dürfen. Bei den meisten muss ich Ihnen, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wir haben heute hier Andreas Luckner, hier vom Institut für Philosophie der Universität Stuttgart. Oder wie ich kürzlich gelernt habe, auch der Luckner, wobei sich das wohl eher nicht darauf bezieht, dass Andreas bei uns derzeit kommissarischer Leiter des Instituts ist, sondern auf seine ausgewiesene Expertise für einige philosophische Klassiker, zu denen ich Ihnen gleich noch ein bisschen was sagen werde, wenn ich die Publikationen erwähne. Ganz kurz zu seinem akademischen Werdegang. Andreas, ja, die Promotion war 1992 an der TU Berlin mit einer Arbeit über den Zeitbegriff in Hegels Phänomenologie des Geistes. Die Habilitation dann im Jahr 2002 an der Uni Leipzig mit einer Arbeit zur Philosophie der Klugheit. Seit 2001 ist Andreas hier bei uns am Institut für Philosophie der Uni Stuttgart tätig. Zunächst im Rahmen eines DFG-Projekts, dann als akademischer Rat und seit 2006 als außerplanmäßiger Professor. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die folgenden, eine ganze Reihe: praktische Philosophie, Ethik, Philosophie der Erziehung, Phänomenologie, Philosophie der Technik, Ästhetik, insbesondere Philosophie der Musik, dann auch in die antike Philosophie, Rationalismus des 17. Jahrhunderts, deutscher Idealismus und natürlich Heidegger. Ja, aus den ganzen Publikationen habe ich tatsächlich nur die Monographien ausgewählt und mitgebracht. Dazu gehören die folgenden: Genealogie der Zeit, zu Herkunft und Umfang eines Rätsels, dargestellt an Hegels Phänomenologie des Geistes, 1994 erschienen. Dann Martin Heidegger, Sein und Zeit, ein einführender Kommentar, mittlerweile in der dritten Auflage, 2007 erschienen, in der dritten Auflage. Dann das Buch Klugheit, 2005 erschienen. Dann zusammen mit Julius Kuhl, Freies Selbstsein, Authentizität und Regression, 2007 erschienen. Heidegger und das Denken der Technik, 2008 erschienen. Und dann zum Schluss zusammen mit Sebastian Ostrich veröffentlicht Existenz von 2017. Heute spricht Andreas zum Thema 1277, Zeit und Ewigkeit davor und danach. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank, vielen Dank. Da sind noch Handouts, glaube ich, für die, die neu dazugekommen sind. Und ansonsten diejenigen, die online zuschauen, die können sich das runterladen. Da gibt es einen Link. Habe ich selber aber jetzt nicht gesehen, aber das wird schon der Fall sein. Ja, 1277, Zeit und Ewigkeit davor und danach. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile, wie Sie an dem Handout auch sehen können. Erster Teil 1277, zweiter Teil vor 1277, dritter Teil nach 1277. Ich komme zum ersten Teil, 1277. Am 7. März 1277, also vor fast einem Dreivierteljahrtausend, verurteilte auf Initiative des Papstes, damals Johannes der 21., der Pariser Bischof Étienne Tompier bei Strafe der Exkommunikation ihrer Vertreter die These: Quod aevum et tempus nihil sunt in re, sed solum in apprehensione. Also, dass Ewigkeit und Zeit nichts Reales sind, sondern lediglich etwas in unserer Auffassung. Es handelt sich hierbei um die These Nummer 200, eine von insgesamt 219 Thesen, die zu vertreten die Philosophen der Artistenfakultät der Pariser Universität, damals hieß sie noch nicht Sorbonne, für verdächtig gehalten wurden. Artisten, weil es dort um die Artes Liberales, die freien Künste, ging. Wenn man das Studium Generale dieser Artes absolviert hatte, war man Magister Artium, heute heißt das Master of Arts, und konnte die richtigen Fächer, also das Kirchenrecht, die Medizin oder die Theologie, studieren. Diese philosophischen Studien umfassten dabei die sprachlichen Wissenschaften von Logik, Grammatik und Dialektik, dem sogenannten Trivium, kommt unser Wort trivial her, und das Quadrivium, die vier Wege der mathematischen Wissenschaften, das heißt Arithmetik, Geometrie,
Astronomie und Musiktheorie. Und frei sind diese Künste deswegen, weil sie nicht externen Zwecken unterliegen, wie zum Beispiel die meisten Fächer an einer technischen Universität heutzutage, sondern sozusagen selbstzweckhaft, rein um der Erkenntnis willen betrieben werden. Und an der Artistenfakultät waren die Philosophen zu Hause. Und dort wurden nun eben Dinge diskutiert, die in gewissen Widerspruch zu den Glaubenswahrheiten zu stehen schienen. Auf eine zweite Wahrheit neben der Glaubenswahrheit konnte sich weder die Kirche noch die Theologie an der Universität und im Grunde ja auch nicht die Philosophie einlassen. Der Bischof musste hier also was tun. Die wild gewordenen Philosophen sollten mit dieser Maßnahme, also dem Lehrverbot dieser Thesen, zur Raison gebracht werden. Warum waren die Philosophen wild geworden? Ein wichtiger Grund war dieser. An den Artistenfakultäten wurden die wiederentdeckten naturphilosophischen und metaphysischen Schriften des Aristoteles diskutiert, zu dieser Zeit genannt der Philosoph. Vermittelt wurde dem christlichen Abendland diese Schriften vor allem über dessen arabischen Kommentator Averroes, zu dieser Zeit genannt der Kommentator. Also auch da gab es das schon mit dem Artikel. Hinter vielen der verurteilten Thesen stehen daher averroistische Interpretationen der aristotelischen Physik und Metaphysik. Außer der These von der Irrealität der Zeit, was wurde dann noch so alles verurteilt? Also ich nenne jetzt nur einige Thesen, könnte man natürlich im Einzelnen auch diskutieren, aber haben wir keine Zeit. Wir haben nicht ewig Zeit. These 32 zum Beispiel, der Intellektus ist der Zahl nach einer für alle. Das ist der sogenannte Monopsychismus. Also das ist in der Tat eine averroistische Interpretation der Einheit des Intellekts bei Aristoteles. Oder die These 37, auch das durfte man nicht mehr lehren, am besten gar nicht denken. Nichts ist zu glauben, es sei denn evident oder aus Evidentem beweisbar. Oder These 40, es gibt keine ausgezeichnetere Lebensform, als sich frei der Philosophie zu widmen. These 87, die Welt ist ewig in Bezug auf alle in ihr erhaltenen Arten. Sie ist also nicht erschaffen. Kein Wunder, dass das verboten gehörte. These 150, der Mensch darf sich nicht zufrieden geben mit einer Autorität, um in einer Frage Gewissheit zu erlangen. Oder These 176, die Glückseligkeit wird in diesem Leben besessen und nicht in einem anderen. Es gibt eine These, die Seele geht mit dem Körper zugrunde. Verboten. Die Himmelskörper sind beseelt, weil sie das Prinzip ihrer Bewegung in sich tragen müssen, also dann Lebewesen sein müssen und insofern beseelt. Auch das verboten. Und nun eben also auch die These 200. Exkommuniziert, aus der Glaubensgemeinschaft ausgestoßen wird, wer behauptet oder lehrt oder vielleicht sogar denkt, dass Ewigkeit und Zeit irreal sind. Jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich an diesem Gedanken so schlimm, dass er nicht geäußert und gelehrt, ja und am besten gleich gar nicht gedacht werden darf. Bei den anderen genannten Thesen, die sich auf Averroes und Aristoteles zurückführen lassen, vor allen Dingen natürlich der These von der Sterblichkeit der Seele oder der Unendlichkeit der Welt und damit der Nichterschaffung, die direkt der christlichen Dogmatik widersprachen, ist es einigermaßen verständlich, dass sie aus Sicht der Kirche bekämpft werden mussten. Und die, das war eben damals so bei den Universitäten. Die Pariser Universität ist ja Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet worden als eine freie Körperschaft, die sich selbst verwalten kann. Aber die Kirchen hatten durchaus sowas wie, die mussten sozusagen diese Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden anerkennen. Bei aller Freiheit der Selbstverwaltung war das also schon ein wichtiger Punkt. Ja, was ist so anstößig daran, die Zeit und die Ewigkeit als etwas zu begreifen, was nur in unserer Apprehension, in unserem Auffassungsvermögen existiert? Was stünde denn dabei auf dem Spiel? Nun, wenn die Zeit etwas ist, was sich nur in unserer Anschauung abspielt, dann hieße das ja, dass wir Menschen nicht wirklich endliche Wesen sind. Und das hieße ja wiederum,
wir sind nicht der Erlösung aus der Zerstreuung in der Zeit bedürftig. Und die Zeit, mit dem Kirchenvater Augustinus gesprochen, ist aber als Distentio Animi, als Zerstrecktheit der Seele, gerade Ausdruck unserer endlichen Realität und nicht etwa nur eine Art Einbildung. Aber vielleicht nur, um einem verbreiteten Missverständnis hier zuvorzukommen, Augustinus vertritt keinen subjektiven Zeitbegriff. Dabei handelt es sich um eine Rückprojektion aus dem 20. Jahrhundert. Ich beziehe mich da auf ein Buch von Udo Jeck und ihm folgend auch Kurt Flasch. Sie haben die Literaturangaben hinten auf dem Handout unten. Die haben sehr deutlich gezeigt, dass es sich dabei um ein gewisses Missverständnis handelt. Die Zeit aus Sicht der Kirche ist real, ist Realität, nämlich die der Dinge, einschließlich uns selbst, und nicht etwa eine Konstruktion oder Vorstellung. Die Ewigkeit ist auch etwas Reales, betrifft aber nicht unsere Realität, sondern die Realität Gottes. Gott ist ewig. Wie auch immer oder was auch immer jetzt genau unter Ewigkeit verstanden werden soll, auch die Ewigkeit kann oder darf nicht nur eine Art Vorstellung bzw. Einbildung sein, also nur etwas in unserer Anschauung. Aus der kirchlichen Sicht der Gegner der Philosophen aus der Artistenfakultät würde die These 200, also die der Irrealität der Zeit, nur zu gut zu den sonstigen Anmaßungen und Vergötzungen des menschlichen Intellekts passen, die also diese aviaristischen Philosophen vertreten haben. Ja, die Sache hat nur einen Haken. Anders als die anderen genannten Thesen haben weder Aristoteles noch Averroes noch die Averroisten die These der Irrealität der Zeit vertreten. Es lassen sich freilich Thesen finden, die sich so ähnlich anhören. Aber das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Und am Ende des Vortrags werden Sie hoffentlich sehen, dass niemand vor und auch in den Jahrhunderten nach 1277 diese These 200 vertreten hat. Aber sie war offenbar Mitte des 13. Jahrhunderts denkbar geworden. Diese Vorlesungsreihe handelt ja von Umbrüchen im Denken. Und das Jahr 1277 war insofern ein Umbruch, als hier klar auf den Tisch kam, was zu denken und natürlich vor allem zu lehren aus der Sicht der Heiligen Kirche den Philosophen verboten werden musste, selbst wenn sie es noch gar nicht gedacht haben sollten. Hatte der Bischof hier weiter vorausgedacht als die Philosophen seiner Zeit? Also wie das immer so ist bei den Einführungen von Verboten, das Verbot befördert eher die Delinquenz, die seine Einführung verhindern möchte. Alle vernünftigen Menschen dachten bis dahin, dass die Zeit und auch die Ewigkeit etwas Reales ist. Für alle anderen wurde es 1277 verboten. So, damit komme ich zum zweiten Teil des Vortrags, der viel länger wird als der erste und auch einige Untergliederungen aufweist. Der dritte Teil, wenn ich überhaupt noch dazu komme, ich habe beim Kürzen gemerkt, ich müsste noch sehr viel mehr rausnehmen. Ich versuche das unterwegs zu machen. Der wird dann wieder ganz kurz. Zweiter Teil vor 1277. Die Verurteilung von 1277 war eine Reaktion der an Augustinus und den Kirchenvätern orientierten Theologenschaft gegen die seit dem Ende des 12. Jahrhunderts in der Pariser Artistenfakultät wirkenden Philosophen, die mehr oder weniger offen, aber doch immer stärker auf eine eigene, eben philosophische Wahrheit pochten. Und eine Lehre von den zwei Wahrheiten, ich hatte es schon angedeutet, also einer Glaubens- und einer Vernunftwahrheit, die in gewisser Weise vermittelt auch Thomas von Aquin vertrat, ist freilich nicht nur theologisch fragwürdig, sondern philosophisch hochgradig unbefriedigend. Die Philosophie hatte im Kontext des 13. Jahrhunderts sich immer noch das altehrwürdige Programm Anselms mit dem Titel Fides querens intellectum auf die ihre Fahnen geschrieben. Also das hat Anselm schon im 11. Jahrhundert formuliert, in der Schrift Proslogion. Ich glaube, 1077 im Handout steht es. 1077, 78.
Fides querens intellectum, der Glaube fragt bei der Vernunft an, wie denn das, woran geglaubt wird, auch einsichtig gemacht werden kann. Ein ehrwürdiges Programm der Philosophie. Und die Vernunft muss sich da weit hinauswagen, aber der Glauben gibt im wahrsten Sinne des Wortes den Kredit für die Ausfahrt. Credo ut intelligam, ein anderer Satz des Anselm. Ich glaube, um zu verstehen. Und es kann sein, dass wir bei diesem philosophischen Programm, also der vernünftigen Einholung der Glaubenswahrheit, an Sprachgrenzen kommen, die es verhindern, diesen Kredit einlösen zu können. Ja, an den Grenzen der Sprache holt sich nach Wittgenstein bekanntlich der Verstand die Beulen, die wir dann philosophische Probleme nennen. Und nun boten die Anfang bis Mitte des 13. Jahrhunderts über die ins Lateinische übersetzte Kommentare zur aristotelischen Physik und Metaphysik neue begriffliche Möglichkeiten, den Glaubenskredit zu begleichen. Durch diese Übersetzungen, die Übersetzerschule von Toledo spielt da eine wichtige Rolle, wurden die verloren gegangenen Schriften des Aristoteles wieder ins abendländische Denken eingespeist. Und der Charakter der Philosophie als Ancilla Theologiae, als Magd der Theologie, diesen Ausdruck prägte Petrus Damiani im 11. Jahrhundert, schien sich damit Mitte des 13. Jahrhunderts ziemlich zu verändern. Ja, das Selbstbewusstsein des philosophischen Denkens schien so weit zu gehen, dass sie den Dienst aufkündigen wollte, die Magd. Es war vor allem die aristotelische Physik und einhergehend damit auch die arabischen Kommentare zur aristotelischen Physik, die wirklich harten Steine des Anstoßes bildeten. Und schon 1210 waren es die naturphilosophischen Schriften des Aristoteles an der Pariser Artistenfakultät, die verboten wurden. Spätestens 1230 hatte aber Michael Scotus wahrscheinlich den Physikkommentar des Averroes aus dem Arabischen übersetzt. Und diese Übersetzung wurde dann nachweislich in Paris auch eingehend studiert. Ein Jahr später, also 1231, verbot Papst Gregor IX. Höchstpersönlich per Bulle die Beschäftigung mit der aristotelischen Physik. Bis sie, das war die Klausel, bis sie von geprüft und von allem Irrtum gereinigt sei, wie es hieß. Und Albertus Magnus war es, der einiges zu dieser Reinigung und der Abwehr des Averroismus beigetragen hat. Er lehrte kurz darauf in den 40er Jahren in Paris. Also auf Albert werde ich später noch eingehen. 1255 wurden dann die aristotelischen Schriften, unter anderem die Physik, als Lehrbuch an der Artistenfakultät sogar vorgeschrieben. Also da hatte die Bereinigung offensichtlich Erfolg gehabt. In den 60er Jahren klagten die Franziskaner unter der Leitung von Bonaventura gegen die Averroisten, vor allem Sieger von Brabant und Boetius von Dacien, die auch die Hauptvertreter des 1277 verurteilten Averroismus waren, beides Schüler von Albert. Thomas von Aquin versuchte Ende der 60er Jahre hier noch einmal zu vermitteln und bot alternative und harmonisierende Aristoteles-Interpretationen an, konnte aber eine erste Verurteilung aristotelischer Thesen im Jahre 1270 nicht verhindern. Da waren es auch nur erst 13 Thesen und die von der Irrealität der Zeit waren noch nicht dabei. Thomas selbst wandte sich auch gegen die averroistische Aristoteles-Interpretation und 1277, dann, als dann unser Denkverbot zur Irrealität der Zeit erlassen wurde, war aber Thomas schon 3 Jahre tot. Ja, das alles betrifft freilich nur die wissenschaftspolitische Außenseite des Streites der Kirche mit den Philosophen. Aber was ist denn hier die philosophisch relevante Seite dieses Konflikts? Und das möchte ich Ihnen nun anhand der verurteilten These über Zeit und Ewigkeit exemplarisch durchgehen. Schon auch, weil Zeit und Ewigkeit, Sie haben es gehört bei der Vorstellung, das war schon mein Promotionsthema, also aber es ist ja auch tatsächlich ein philosophischer Dauerbrenner. Das kann man von der Beseeltheit der Himmelskörper nicht unbedingt sagen. Ne? Also Thema Zeit und Ewigkeit interessiert heute noch genauso wie damals. Und deswegen fand ich das, also ich bin auch ehrlich gesagt genau auf dieses Thema gestoßen, über meine Beschäftigung mit der Geschichte des Zeitbegriffs.
Ja, und um den Umbruch im Denken über Zeit und Ewigkeit deutlich machen zu können, den es doch gibt, insofern ist hier eine, das ist die These, eine subjektivistische Interpretation der Zeit möglich wurde, ist es hilfreich, ja eigentlich notwendig, einen näheren Blick auf die Zeitabhandlung des Aristoteles aus dem vierten Buch seiner Physikvorlesung zu werfen. Bevor wir aber das machen, muss ich noch ein bisschen ausholen in der Geschichte der Zeit. Die läuft indessen weg. Ja, also die Geschichte der Zeit bis Aristoteles. Der erste, der wirklich einen Zeitbegriff entwickelt hat und nicht nur auf die Zeit verwiesen hat oder sie beschwört hat oder wie auch immer, finden wir wo sonst bei Platon. In den Dialogen, in denen es um die Frage geht, wie werden Veränderung, Bewegung, wie all das zu denken sei, also vor allem im Parmenides und dann im Timaios vor allem, brachte Platon das Konzept der Zeit, Chronos, ins Spiel, das es erlaubte, das Verhältnis von Werden und Sein, von Veränderung und Ruhe zu fassen. Vor Platon waren es die vorsokratische Philosophenschule von Elea, griechische Kolonie in Süditalien, also namentlich vor allem dann eben Parmenides, Zenon von Elea, mit diesen berühmten Paradoxien, Achilles und die Schildkröte, kennen Sie, die eben Bewegungen und Veränderungen nur scheinhaften, nicht wahrhaften Charakter zugestanden. Sind damit denn die Eleaten nicht auch schon gewissermaßen Vorläufer gewesen der These, die 1277 verurteilt wurde? Nein, denn die verurteilte These sagt ja, dass sowohl Zeit als auch Ewigkeit nichts Reales seien. Die Eleaten sagten aber durchaus, dass die Ewigkeit real sei, nur eben Veränderung und Zeit seien scheinen, beziehungsweise irreal. Mit der verurteilten These ist aber gesagt, jedwede Zeitbestimmtheit. Also auch die der Ewigkeit oder Zeitlosigkeit ist nur etwas, was in unserer Auffassung entsteht. Auf der anderen Seite haben wir in der Antike vor Platon und Sokrates Ansätze wie den Heraklits und der Herakliteer, die umgekehrt, das wissen Sie, das Zeitliche und Veränderliche als das eigentlich Reale ansehen. Das Seiende ist im Fluss. Und über den Begriff der Zeit selbst wird weder bei den Eleaten noch bei Heraklit groß gesprochen. Es geht nur um den Status der veränderlichen Dinge, also des Zeitlichen, nicht um das, was wir Zeit nennen. Und das ist aber durchaus ein Konzept, das erst Platon definitorisch ins Spiel bringt. Hier ist die Zeitdefinition von Platon, wie wir sie im Timaios finden, auch ein Handout. Zeit ist nach Platon kat arithmon iusan aionion eikona, also das in Zahlen fortschreitende Bild der Ewigkeit. Oder man kann auch anders übersetzen, der zahlhaft fortschreitende Ausdruck des Immerseienden. Und das sind natürlich die ewigen Ideen bei Platon. Und ja, man kann die Einführung von Zeit als einem philosophischen Grundkonzept durch Platon durchaus so interpretieren, als habe Platon mit ihm zeigen können, warum Veränderungsprozesse oder ihnen diesen Veränderungsprozessen nicht wahres oder eigentliches Sein zukommt, sondern dass dieses abgeleitet ist. Und nicht nur, wie Parmenides behaupten und Zenon mit seinen Paradoxien zeigen wollte, dass sie kein wahres Sein haben, weil man sie nicht denken kann. Man muss aber hier dazu sagen, dass die Zeit bei Platon nicht einfach irreal ist. Sie ist nicht purer Schein, sondern eben realer Schein, wenn man so will. Veränderung, Bewegung, Prozessualität und damit Zeit ist bei Platon zwar ein Mäon, also kein wirklich wahres Sein, kein eigentliches Sein, aber eben auch kein Ukon, also ein Nichtsein. Mit anderen Worten, Zeit ist etwas, was notwendig mit der Existenz und Realität der Welt einhergeht. Ja, ohne Zeit kann es bei Platon gar keinen Kosmos geben. Die Zeit als die Form, in der alles veränderlich Seiende existiert, ist aber selbst ionisch, das heißt in ihrer Prozessualität ewiglich andauernd sozusagen in sich bewegte Form und nur insofern ist sie auch Abbild des Ewigen.
Und sie findet sich in der periodischen Bewegung der Himmelskörper, bis heute ja maßgeblicher Taktgeber der Zeitmessung in Jahren, Monaten, Tagen und so weiter. Also die Zeit ist hier nichts anderes als im Grunde die kosmische Gesamtbewegung. Zeit, Chronos bei Platon, ist also das, was zwischen dem unveränderlichen Sein der Ideen und dem veränderlichen Seienden der Welt vermittelt. Und beides, Zeitliches und Unveränderliches, ist also mehr oder weniger real. Und die Zeit als Abbild der Ewigkeit ist eben genau das Verhältnis zwischen Zeit und Ewigkeit und ist eben damit auch real, etwas Reales. Wenn auch ja, in gewisser Weise etwas schattenhaft Reales. So genial diese philosophische Konstruktion bei Platon auch war, indem sie in gewisser Weise die eleatische und herakliteische Auffassung als Vereinseitigung eines begrifflichen Zusammenhangs erschienen ließ, sie weist ein erhebliches begriffliches Problem auf. Aristoteles kritisierte in seiner Physikvorlesung, Buch Delta, das ist die maßgebliche Stelle, auf die sich alle Folgenden dann auch beziehen werden, er kritisiert dort an der platonischen Zeitlehre, dass in ihr die Zeit ja selbst als eine Bewegung aufgefasst wird. Ein in Zahlen fortschreitendes Bild ist eben auch eine, wenn vielleicht auch besondere Bewegtheit. Und ja, wie sie ja auch in der üblichen, wenn auch irreführenden Metapher des Zeit, des Flusses der Zeit, ne, das ist ja eine übliche Metapher bis heute, ausgedrückt wird. Auch wenn ein Fluss als Ganzer sich nicht bewegt, also sehen wir mal von mäandernden Bewegungen ab, aber jetzt so ein Idealfluss, der sich sozusagen nicht bewegt, ist der freilich als Fluss in sich bewegt. Und bei jeder Bewegung muss dann danach gefragt werden können, auch hier, wie schnell oder wie langsam diese Bewegung ist. Wenn man diese Frage beantworten will, wie schnell oder langsam der Fluss der Zeit ist, ja, dann müssten wir ja eine Zeit hinter der Zeit annehmen, wo wir diese Geschwindigkeit, in der wir diese Geschwindigkeit bestimmen könnten. So Aristoteles im Buch 4, Kapitel 11 der Physik. Also das scheint offenbar in einen Regress zu führen, wenn Zeit selbst eine Bewegung ist. Das absolute Zeitmaß kann selbst nicht wiederum eine Bewegung sein. Aber was dann? Das ist jetzt die aristotelische Lösung, finden Sie bei 2b. Freilich hat auch bei Aristoteles die Zeit etwas mit Bewegung zu tun. So wie es evidentermaßen keine Bewegung ohne Zeit gibt, gibt es umgekehrt auch keine Zeit ohne Bewegung. Zeit und Bewegung hängen begrifflich fest zusammen. Aber anders als Platon, der die Zeit selbst als eine absolute Bewegung fasst, und dann eben sich dieses Regressproblem einhandelt, schlägt Aristoteles vor, dass wir unter Zeit etwas an der Bewegung verstehen sollten. Sie ist also nicht selbst eine Bewegung, also zum Beispiel auch kein Fluss. Die Zeit ist letztlich das, so Aristoteles typisch nüchtern, was wir an einer Bewegung messen können, wenn wir zwei oder mehr Schnitte in das Kontinuum einer beliebigen Bewegung legen. Zitat hier. Was sich uns dabei zeigt, ist auf dem Handout? Nee, habe ich nicht, aber ich zitiere es Ihnen so. Was sich uns dabei zeigt, wenn diese beiden jetzt und ein mittleres zwischen ihnen feststellen und unterscheiden, nennen wir Zeit. Also das, was wir zwischen zwei beliebige Jetzt-Punkten vor uns haben, ist ein Stück Zeit, eine Dauer, ja, mit dem wir andere Dauern vergleichen können und nichts anderes heißt ja messen. Und wenn es sich dabei um eine geeignete Standardbewegung handelt, wie eben der Umlauf der Gestirne, von dem man begründeterweise annehmen konnte, dass er gleichförmig ist, messen wir die Zeit, indem wir die Vergleichsdauern, etwa den Umlauf der Sonne als Tag, zählen. So das gilt, Zeit ist nichts anderes als das Gemessene, das Gezählte an der Bewegung. Hinsichtlich des Früheren und Späteren, so die Definition, wie sie auch hier steht. Zeit ist die Zahl oder Arithmos, Kinesios, Katatoproton, Kaihysteron. Die Zahl oder das, genauer gesagt, das Gezählte an der Bewegung hinsichtlich des Früheren und Späteren. An anderer Stelle gibt es dann auch den Ausdruck Maß,
im Sinne des Gemessenen, also Metron-Kinesion. Ja, aber halt, ist das nicht zirkulär? Hier treten ja im Definiens Zeitbestimmungen auf, nämlich früher und später. Also da wird also anscheinend die Zeit schon vorausgesetzt. Das wäre sehr merkwürdig, dass ausgerechnet Aristoteles ein solcher logischer Anfängerfehler unterlaufen würde. Tatsächlich ist das auch gar nicht der Fall, denn Hysteron und Proteron sind gar nicht primär Zeitbestimmungen im Griechischen. Das ist eher ein Problem, das durch die gängige deutsche Übersetzung aufkommt. Es gibt aber auch andere Übersetzungen, wo das deutlicher wird, dass es sich dabei nicht um Zeitbestimmungen handelt, wie zum Beispiel die Zeit ist das Maß der Bewegung im Hinblick auf deren Vor- und Nach. Also da bezieht sich sozusagen Prius oder Hysteron und Proteron beziehen sich auf die Phasen der Bewegung, und sind nicht selber zeitliche Bestimmungen. Und durch die teleologische Struktur von Bewegung bei Aristoteles im sublunaren Bereich ist es völlig klar, dass wir hier ein Vor und ein Nach haben. Also das heißt Phasen der Bewegung, die wir teleologisch unterscheiden können. Das sind keine zeitlichen Bestimmungen. Das kann man auch sehr schön sehen an der lateinischen Übersetzung. Auch da der Definition von Aristoteles Tempus est numerus motus, secundum prius et posterius. Also findet man bei Thomas zum Beispiel und Prius und Posterius, also vor und nach, sollte man bei Strafe der Zirkularität, die also nicht schon als zeitliche Bestimmung verstehen, sondern eben nur als Bezeichnung der verschiedenen Phasen der Bewegung. Also diese Phasen der Bewegung sind dann eben den zeitlichen Bestimmungen offen und wir nehmen genau dann die zeitlichen Bestimmungen vor, wenn wir die Zeit messen, so Aristoteles. Also eine Bewegung in der kontinuierlichen Abfolge ihrer Phasen ist eine Bewegung, aber freilich ist sie das auch, ohne dass sie gemessen wird. Und erst durch die Messung haben wir es streng genommen mit einem Früher und Später zu tun. Nun setzt den Prozess der Bewegung erkennende Seele eben diese Jetztpunkte, die Schnitte in das Bewegungskontinuum, sodass es eine bestimmte Dauer in der Tat nicht geben kann, ohne die zählende Seele. Und das ist auch der entscheidende Punkt in der Diskussion der aristotelischen Physik im 13. Jahrhundert gewesen. Nur wenn man den Status der zählenden Seele im Hinblick auf die Zeit falsch auffasst, kann man auf den Gedanken kommen, die Zeit sei nur etwas in der Seele. Da aber ja der Bewegungsbegriff bei Aristoteles dem Zeitbegriff vorgeordnet ist, sodass früher und später von der Teleologie der Bewegung abhängig ist, nicht aber von der jetzt setzenden Seele, ist es nicht etwa die zählende Seele, die das früher oder später erzeugt. Also die Seele stellt gewissermaßen dieses früher oder später, dem Vor und Nach der Bewegung, nur fest. Sie bringt damit gewissermaßen die Ordnung in den Bewegungsablauf. Und eben diese Ordnung nennen wir Zeit. Noch Leibniz spricht von der Zeit als Ordo successionis, im Unterschied zum Raum als der Ordnung dessen, was gleichzeitig ist. Die Ordnung des Sukzedierenden ist aber etwas, was es nur in unserer Anschauung gibt, in der Tat. Nicht die Sukzession selbst. Die finden wir in der Bewegung selbst vor. Ohne solche realen Bewegungsprozesse gäbe es aber keine Zeit. Das ist in der Tat bei Aristoteles so. Und hier ist nun hilfreich, einen relativen von einem absoluten Zeitrealismus vielleicht zu unterscheiden. Dann wären Aristoteles und Leibniz relative Zeitrealisten, die sagen, Zeit ist die Ordnung der Bewegungen und die Koordination verschiedener Bewegungen, wie man auch sagen könnte. Die Zeit ist von daher eher ein Ausdruck, mit dem wir das Verhältnis der erkennenden Seele zu den Erkenntnisgegenständen beziehen. Und Platon und auch Newton ihm folgend, sage ich vielleicht noch was dazu, sind dagegen absolute Zeitrealisten, indem sie behaupten, die Zeit selbst verfließt an sich, ohne dass hier eine zählende Seele ins Spiel kommt oder eben dann nur nachträglich erkennt. Ja, also der Newton hat sich eben sehr stark auch auf die neuplatonischen Interpreten von Platon bezogen. Und Leibniz und Clark, der Newtonianer Clark, haben hierüber einen schönen Briefwechsel, also bis heute eine sehr interessante Debatte geführt, die man eben letztlich auf die beiden Positionen zurückführen kann, die relativen
Zeitrealisten sagen dann eben, Zeit ist die Ordnung der, ist die Ordnung der Sukzession, so muss man es betonen, während die absoluten Zeitrealisten würden eben sagen, in der Zeit ist die Ordnung der Sukzession. Ja, kommen wir nochmal zurück zu Aristoteles, bevor wir da weitergehen. Er drückt sich da sehr deutlich aus in Physik Delta 14. Wenn aber nichts anderes zum Zählen begabt ist als die Seele bzw. dem Verstand in der Seele, dann kann die Zeit nicht ohne die Seele sein. So viel stimmt an der These. Das Früher und Später ist an der Bewegung. Zeit dagegen sind diese erst als gezählt. Also es gibt Zeit nicht ohne die zählende Seele bei Aristoteles. Aber das heißt nicht, dass die Zeit selbst bloß ein Konstrukt sei oder die Zeit sei nicht real. In der Zeit zeigt sich auch die Realität der Seelentätigkeit an. So kann man es durchaus sagen. Augustinus wird genau derjenige sein, der das dann so bestimmt. Wo Zeit, da Seele. Ja, so stimmt es. Aber nicht Zeit ist etwas Irreales. Oder innerseelisches, insofern irreal. Noch einmal, nur für die Setzung der für die Messung notwendigen Jetztpunkte ist die zählende Seele, das ist ein arger Zungenbrecher, die zählende Seele verantwortlich, nicht für die Form des Bewegungsablaufes, den sie ja nur abliest. Anders als bei einer Längenmessung im Raum haben wir hier bei der zeitmessenden Seele, nun allerdings tatsächlich nicht einen externen Maßstab vor uns, sondern nur einen, der von der zählenden Seele sozusagen gehalten wird. Augustinus wird eben sagen, in dir, mein Geist, messe ich die Zeiten. Und auch das hat aber noch nicht viel mit einer Subjektivierung des Zeitverständnisses zu tun, wie man oft fälschlicherweise interpretiert hat. Denn die Zeit bzw. die Dauer eines Vorgangs, einer Bewegung, ist auch dann, wenn wir sie erst bestimmen müssen, etwas, was den Vorgängen selbst zukommt. So wie die Länge eines Stabes ja auch nicht etwas in uns ist, sondern die Länge des Stabes. Die Dauer eines Vorgangs, etwa einer Ortsbewegung, ist die Dauer der Bewegung selbst. Ihre Dauer, lediglich die Bestimmtheit der Dauer, fällt in die Seele, wenn man so reden will, weil sie es ja ist, die die Dauer bestimmt, indem sie Maß nimmt. So, also da gibt es viele gelehrte Meinungen dazu, die erspare ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen. Ja, ich muss jetzt ja noch schließlich bis ins Jahr 1277, mindestens das muss ich noch kommen. Ja, also, wie konnte man bei einem solchen Realismus der Zeit, wie wir ihn bei Aristoteles vor uns haben, auf eine Interpretation der aristotelischen Zeitlehre kommen, wonach die Zeit nichts in re, sondern nur etwas in apprehensione ist? Und es sind ja wohl die arabischen Kommentare der aristotelischen Physik gewesen, die irgendwie nahegelegt zu haben scheinen, dass es sich bei der Zeit um etwas Innerseelisches handelt, rein Innerseelisches handelt, was dann eben Grundlage für die Verurteilung war. Aber auch die arabischen Kommentatoren, durch die die aristotelische Physik dem Abendland wieder erschlossen wurde, sind nicht vom Himmel gefallen. Vielmehr haben sie selber ja ihre Vorläufer in den spätantiken, neuplatonisch orientierten Kommentatoren der aristotelischen Physik. Und das ist dann über Ostrom in die arabisch sprechende Welt gekommen und dann wieder zurück über Spanien vor allen Dingen zu uns. Ja, ich komme jetzt also zum Punkt 2c. Die spätantiken, neuplatonischen Autoren, also vor allem Plotin und Proklos, verschmelzen das aristotelische mit dem platonischen Zeitkonzept. Plotins Enneaden sind hier zu nennen als wichtiger Punkt, die Zeit als Leben der Seele. Und ja, das gelingt eben vor allem mit dem schon bei Platon im Timaios vorgebrachten Gedanken der Weltseele, also die Welt als Ganze hat eine Seele, also ein bewegendes Prinzip, das sie in Bewegung hält. Und ja, die zählende Seele Aristoteles, das ist jetzt der Trick sozusagen der Spätantiken gewesen, der Neuplatoniker, wird hier eben mit der Weltseele identifiziert. Also die Zeit ist nichts anderes als das Leben, die immer Bewegtheit der Weltseele. Ja? Also die Zeit wird gewissermaßen hier schon eine psychologische Angelegenheit, soweit stimmt das, aber natürlich nicht im Sinne der individuellen Psyche der Menschen. Die Vorstellung, es sei die individuelle zählende Seele des Menschen, die der Zeit Realität gibt, wird dagegen scharf kritisiert, weshalb auch eben subjektivistische Interpretationen der Zeitlehre bei Augustinus
verfehlt sind, hatte ich schon gesagt. Allerdings wird bei den Neuplatonikern und auch bei Augustinus die kosmologische Fundierung der Zeit, wie bei Platon und Aristoteles, in gewisser Weise ausgehebelt. Man braucht nämlich nun mit der Annahme einer Weltseele nicht mehr die Gleichförmigkeit, die physikalische Bewegung, der gleichförmige Bewegung der Sphärenbewegung annehmen. Der Sphären annehmen, Entschuldigung. Also die Zeit ist eben das Leben dieser Weltseele, was auch immer sozusagen dann in der sinnlichen Welt auch passieren mag. Und man kann nun die Zeit als ein unabhängig von Prozessen bestehendes Maß denken, im Sinne eines absoluten Zeitrealismus. Simplikios, der neuplatonische Aristoteles-Kommentator aus dem 6. Jahrhundert, zieht genau diese Konsequenz, nämlich dass es eine erste Zeit, einen Chronos Proton, geben muss, welche durchaus unabhängig von allen einzelnen Weltbewegungen, zwar als deren Maß, aber an sich selbst verfließt und interpretiert ebenso die aristotelische Zeitlehre. Und es ist eben genau diese Idee von Simplikios, die Newton in seinem Konzept der absoluten Zeit aufnimmt. Starker Strömung des Neuplatonismus an der Universität Cambridge im 17. Jahrhundert ist da sicher mit verantwortlich. Also hier haben wir es mit einer Verabsolutierung des Zeitmaßes zu tun. Die Zeit ist also doch Bewegung, aber eben, deswegen kommt es jetzt nicht zu diesem Regress, sie ist eben erste Bewegung, die das Maß vorgibt und von der aus daher auch keinen Sinn macht zu fragen, wie schnell oder langsam sie ist. Und es gibt hier im Neuplatonismus eben, wie gesagt, eine gewisse Psychologisierung der Zeit, aber die Psyche ist eben nicht die individuelle Psyche. So. Die arabischen Kommentatoren der aristotelischen Physik wiederum waren stark vom Neuplatonismus beeinflusst, indem sie eben davon ausgehen, dass die Welt ewig in sich bewegt ist. Das ist durchaus auch bei denen so. In der Frage aber nach dem ontologischen Status der zählenden Seele sind sie wiederum Individualisten. Das ist jetzt sozusagen die interessante Zwischenposition, die hier die arabischen Kommentatoren einnehmen. Ein paar Schlaglichter jetzt geben. Avicenna oder Ibn Sina bestimmt im frühen 11. Jahrhundert in seinem Kommentar der aristotelischen Physik die Rolle der individuellen Seele dahingehend, dass sie ein diskretes Element, eben die Zahl, in den kontinuierlichen Fluss der Sukzession einführt, um die Messungen zu vollziehen. Die individuelle Seele ist es also, die erst die Momente des Vorher und Nachher, gemäß derer dann so etwas wie Zeit gemessen werden kann, einführt. Sie sind hier also nicht, wie bei Aristoteles, Momente der Bewegung selbst. Das sieht jetzt schon fast nach Zeitsubjektivismus aus. Aber selbst hier, bei Avicenna, wird die Zeit dadurch nicht etwa in der Seele produziert, sondern gewissermaßen nur ablesbar gemacht, wie er sich ausdrückt. Und die Zeit ist dennoch das Leben der Weltseele, das ist der Neuplatonismus bei Avicenna auch, und eben nicht das Leben der individuellen Seele, ne, was ja eigentlich ein Zeitirrealismus behaupten müsste. Averroes nun interpretiert Physik Delta wie Avicenna auch, was die zählende Seele angeht, ganz individualistisch. Und die Zeit ist nach Averroes, Aristoteles Lesart, etwas, was in der Tat erst durch den Bezug der erkennenden Seele zum Bewegungsvorgang entsteht. Aber freilich nicht in einem kausalen Sinne, sodass Zeit ein Produkt der Anschauung oder der Einbildungskraft wäre. Averroes bedient sich hier vielmehr, also ziemlich trickreich, wie er das macht, der aristotelischen Unterscheidung von Energeia und Dynamis, also Akt und Potenz, die Aristoteles in der Physikvorlesung selber, wo es um die Zeit geht, nicht explizit anwendet. Aber mit der Unterscheidung von zählbarer Zahl, das gibt es bei Aristoteles auch, und gezählter Zahl in Bezug auf die Bewegung durchaus andeutet. Die Zeit ist nach Averroes, Aristoteles Interpretation demnach materialiter nichts anderes als die Bewegung. Formaliter aber ist die Zeit nur in der Bestimmung durch die individuell gedachte zählende Seele. Anders gesagt, die Zeit existiert ohne die Seele zwar real, aber eben nur der Möglichkeit nach. Dynamei. Sie muss aktualisiert werden in der zählenden Seele. Und deswegen sagt Averroes auch, dass die Seele die Zeit vollendet. Completur heißt es da in dem Kommentar.
ja, also sie ist sozusagen tätig mit dabei, diese Zeit zu generieren gewissermaßen, aber deswegen heißt es nicht, dass die Zeit nur etwas in der Anschauung wäre. Also und diese These, dass die Seele die Zeit vollendet, haben die Averroisten in der Tat an der Pariser Fakultät auch vertreten oder zumindest diskutiert. Aber ist das eben die These, die der Bischof Tompier verurteilt hat? Nein, denn jeder dieser averroistischen Aristoteliker in Paris, so radikal sie auch gewesen sein mochten, hat die These vertreten, dass die Zeit und die Ewigkeit nur etwas in der Seele sei. Also etwas innerpsychisches, nichts Reales. Die im Mai 1277 verurteilte These 200 war vielleicht also gar nicht auf die Averroisten gemünzt. Wenn doch sogar Averroes selbst die Zeit materialiter als außerseelisch, das heißt real, denkt. Ich komme zu Albertus Magnus. Das ist nämlich hier jetzt, hat Kurt Flasch sehr schön herausgestellt. Ich fand es sehr überzeugend. Wenn man sich den Physikkommentar von Albertus Magnus anguckt, aus den 50er Jahren stammt er, des 13. Jahrhunderts, da leistet die individuelle zählende Seele tatsächlich auch nach Albert in der, ja, das setzen der Jetzt-Punkte, ja, zwischen denen wir dann eben die Dauern oder mit den Dauern, die dabei entstehen, dann eben messen können. Das Zusammenhalten der Messen und das Messen der Bewegung. Albert folgt in seiner Aristoteles-Interpretation durchaus dem Averroes, aber dann eben freilich mit der Absicht, den averroistischen Aristoteles zusammen mit Augustinus interessanterweise auf eine Seite zu stellen, nämlich auf die Seite derjenigen, die eine außerseelische Existenz der Zeit leugnen würde. Was aber eben sehr fraglich ist, wenn nicht falsch, wie Sie hoffentlich sehen konnten. Und gegen diesen konstruierten, von Albert konstruierten Zeitsubjektivismus positioniert sich nun Albert: Nos autem dicimus tempus esse extra animum. Wir sagen, anders als Augustinus, anders als die Averroisten, dass die Zeit außerhalb der Seele sei. Haben die aber auch gesagt. Die Seele ist eben nur notwendig für die Erfassung der Zeit, nicht für ihre Existenz, bei Albert. Und letztlich läuft es bei Albert darauf hinaus, dass die Seele sehr wohl auch und nur für die Zeiterfahrung, die Wahrnehmung der Zeit verantwortlich zu machen ist. Aber das ist natürlich trivial, das bestreitet ja niemand. Das betrifft ja jedwede Wahrnehmung. Also die Größe dieses Raumes ist ja nicht durch uns konstituiert. Die Wahrnehmung der Größe dieses Raumes natürlich. Interessant an dieser Stelle ist, dass damit zum ersten Mal in der Geschichte des Zeitbegriffs, wie es scheint, eine Unterscheidung gemacht wurde zwischen einer objektiven Weltzeit und einer subjektiven Ich-Zeit oder Zeiterfahrung. Und Augustinus kennt eine solche Unterscheidung gar nicht. Der unterscheidet das so nicht, obwohl er es eben heute gerne, als ein solcher Zeitsubjektivist interpretiert wird. Aber das scheint eben, wie vor allen Dingen Udo Jeck gezeigt hat, ein Anachronismus zu sein. Und hier haben wir jetzt nun einen Hinweis darauf, wen der Bischof Tompier eigentlich verurteilt. Es sind die Averroisten, insofern sie angeblich die Existenz von Zeit außerhalb der Seele leugnen würden. Aber solche gab es nicht wirklich, das war vielmehr eine Albertsche Konstruktion. Aber vorsorglich wird hier schon mal der denkbar gewordene Zeitsubjektivismus, also die Zeit als irreales Konstrukt, zu denken verboten. Das ist dann wie bei dem berühmten Satz, denken Sie jetzt nicht an einen grünen Elefanten. Es wird Ihnen nicht gelingen, der Aufforderung zu Folge zu leisten, ohne an solchen grünen Elefanten zu denken. Ja, und das ist dann genau ein, ja, das könnte sozusagen eine Idee gewesen sein, die dann später dann einfach aufgegriffen wurde. Und den, ich komme noch schnell zu, wenn ich noch Zeit habe, zu der Zeit nach 1277 und also den verurteilten Zeiterrealismus von These 200, so vielleicht das Ergebnis jetzt meines Durchlaufs, den können wir eigentlich nirgends finden, lediglich als eine Konstruktion bei Albert Magnus, der ja, ihn
der ihm dem Averroes wie dem Augustinus unterstellt, um sich eben dann von ihm abzusetzen. Schauen wir mal ganz kurz noch auf die weitere Entwicklung im 13. Jahrhundert. Einer der maßgeblichen Berater des Bischofs Trompier bei der Zusammenstellung der Liste der zu verurteilenden Thesen war der junge Heinrich von Gent. Und wenn man seine zumeist später entstandenen Schriften, also nach 1277 entstandenen Schriften, in der Frage nach der Abhängigkeit der Zeit von der Seelentätigkeit konsultiert, ist zunächst festzustellen, dass er erstaunlicherweise in dieser Frage durchaus eine averroistische Aristoteles-Interpretation vertritt. Was in gewisser Weise dafür spricht, dass bei dieser Verurteilung der These 200 es gar nicht so sehr jetzt um die Averroisten ging. Heinrich schreibt zwar zunächst kritisch gegen Averroes, dass die Zeit nicht neuplatonisch mit der Weltbewegung identifiziert werden dürfe, aber dass Zeit und Bewegung doch immerhin dieselbe Seinsweise hätten, wie er sich ausdrückt, und damit beide, Weltbewegung und Zeit, als etwas außerhalb der Seele Befindliches aufzufassen seien. Also Heinrich versteht also Averroes nicht so wie Albert als Vertreter eines ominösen und ketzerischen Zeitsubjektivismus. Auch in Dietrich von Freibergs Behandlung des Themas um das Jahr 1300 können wir eine ungebrochene Orientierung an Averroes sehen. Natürlich ist die Bestimmtheit oder Gemessenheit der Bewegung, also das, was durch das Maßnehmen erzeugt wird, von der Seele, genauer vom Intellekt konstituiert. Aber das heißt eben auch bei Dietrich nicht, dass die Zeit nur in der Seele existieren würde. Im Gegenteil. Was es heißt, ist, wie bei Aristoteles, dass es die Zeit ohne die Bestimmungstätigkeit der zählenden Seele, die sich auf Kontinua der Bewegung bezieht, also dass es die ohne diese Bestimmungstätigkeit nicht gibt. Die Zeit existiert bei Dietrich also auch nicht etwa nur in anima, wie er sich ausdrückt, sondern vielmehr ab anima, also von der Geistseele, vom Intellekt ausgehend. Und das ist eben, also der Intellekt ist der ewige und ungeschaffene Teil in uns, wenn Sie so wollen. Und mit dem Begriff Zeit, das wird bei Dietrich deutlich, wird also immer auch unser Verhältnis zu Bewegungen thematisiert. Weshalb eine rein naturphilosophische Behandlung des Themas Zeit auch immer zu kurz greifen muss. Das ist durchaus hier zu sehen. Also die Zeit betrifft gewissermaßen die Realität des Geistes selber. Und sie, die Zeit, findet sich deswegen auch in unserer Seele, insofern diese einen Anteil am Geist hat, also in einem ihrer Teile unendlich bzw. ewig ist. Die Zeit ist bei Dietrich die endliche Realität des Geistigen in uns und außer uns, ab anima. Also das heißt auch da nicht jetzt ein purer Zeitsubjektivismus, obwohl er deutlich eben die Subjektrelativität von Zeit sieht. Natürlich entgeht auch Dietrich mit dieser Denkfigur dem Verdikt über die These 200, denn er vertritt ja gerade nicht die These, dass die Zeit keine Realität besäße. Das muss man sich auch so vorstellen, diese 219 Thesen, das wurde dann also oft abgeschrieben und das musste sich natürlich jeder, der jetzt selber Kommentare verfasst hat, immer genau anschauen, dass er möglichst keine von diesen Thesen anklingen lässt oder so. Die Zeit hat bei Dietrich durchaus den überindividuellen, gleichwohl in uns vorfindlichen Geist erzeugt, also hat ein geisterzeugtes reales Sein, eine fast schon idealistisch zu nennende Position, wie wir sie auch kurze Zeit später bei Meister Eckhart und letztlich sogar noch bei Hegel finden werden, der von der Zeit sagte, dass sie der daseiende Begriff sei, also der existierende Begriff, ne, der nicht in seiner Begriffstätigkeit verstandene Begriff gewissermaßen. Also man kann auch sagen, die Außenseite der Begriffstätigkeit, das ist die Realität oder das ist die reale Zeit. Der Averroismus zeigt sich hier in der Annahme einer überindividuellen Geistigkeit, also die Position, dass es im Grunde nur einen Geist gibt, an dem alle individuellen Geister teilhaben. Und das war wiederum interessanterweise aber eine der 1277 verurteilten Thesen. Also ist dann vielleicht in der ganzen, im Gesamtkonstrukt nicht so ganz deutlich, wie das dann bei Dietrich wäre, dass er sich da den Vorwurf anscheinend nicht einhandelte. Anders als bei Meister Eckhart, da gab es dann tatsächlich einen Heretikerprozess. Die Zeit ist also hier Ausdruck realer Begriffstätigkeit, also letztlich der Tätigkeit des Weltgeistes.
bei Dietrich. Und schließlich, das ist nun der letzte der Zeittheoretiker, den ich hier behandle, auch nur ganz kurz, hat auch William von Ockham in seinem Kommentar der aristotelischen Physik ebenfalls ganz im Sinne des Averroes deutlich gemacht, dass die Zeit nicht grundlegend von der Bewegung unterschieden ist, sondern lediglich der Name für das, was an beweglichen Dingen messbar ist. Der Begriff der Zeit bezieht sich daher bei Ockham direkt, also intentione recta, auf Bewegungen und deren Koordination und indirekt, intentione obliqua, aber auf die Seele, die eine solche Bewegung misst bzw. die Koordination vornimmt. Und die ist sozusagen, also die Seele ist gewissermaßen, wann immer wir über Zeit reden, immer mit gemeint bei Ockham. Wenn auch nicht direkt, sondern eben in intentione obliqua, also indirekt. Ja, und es ist interessant zu sehen, dass wir damit vor einer Konsequenz der averroistischen Lehre stehen, mit der Etienne Tropier, wie treffend eigentlich, dass der genau diesen Namen hat, also eine wichtige Figur in der Geschichte des Zeitbegriffs, heißt Tropier, vollauf hätte zufrieden sein können. Denn schließlich sagen alle, Tempus est in re, non solum in apprehensione. Also der befürchtete Zeitsubjektivismus lässt sich bei den averroistisch orientierten Aristoteles-Interpreten vor und nach 1277 jedenfalls nicht festmachen. Man könnte sagen, für subjektivistische Zeitinterpretationen oder Konzepte war die Zeit erst nach einer halben Ewigkeit reif, nämlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Danke Ihnen. Also erstmal vielen Dank, jetzt nachdem das Mikro funktioniert. Vielen Dank für den Vortrag, das war sehr interessant. Ich habe auch direkt eine Frage, aber ich glaube, Dirk war der Erste. Danke, Andreas, für den spannenden Vortrag. Ich überlege gerade noch, ob ich sympathisiere, ob wir nicht vielleicht mal wieder nachdenken sollten, neue Thesen einzuführen für verbotenes Verhalten in der Philosophie oder sowas. Aber unabhängig davon habe ich eine Frage zu deiner Auslegung dieser These. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du bei der Position vor Platon, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wen du aufgeführt hast, gesagt, dass da nicht gegen die These verstoßen wurde, weil nur Zeit oder also, nur Ewigkeit nicht in der Realität festgemacht wurden. Das heißt, du liest dieses und in so einem strengen logischen Junktorensinn. Denn, also ich meine, wenn man irgendwie sich überlegt, Sylt ist die Insel der Reichen und Schönen, dann muss man nicht reich und schön sein, um da irgendwie dazuzugehören. Ich lese das tatsächlich so, dass hier eigentlich ein inklusives Oder gemeint ist. Dass schon beides, also unabhängig voneinander, beides nicht behauptet werden darf. Du liest das anders? Also ich habe da keine große These zu, das war ja auch so ein bisschen, also ich bin da etwas schnell drüber hinweggegangen, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob man da tatsächlich von einem Zeitsubjektivismus oder von einer Irrealität der Zeit reden sollte. Sie hat Scheincharakter, klar. Ne? Aber erstens reden ja die Eleaten nicht über Zeit selber, sondern sie reden über Zeitliches. Ne? Und das ist ja eigentlich eine viel radikalere These. Ne? Die sagen ja, also das Zeitliche gibt es eigentlich nicht. Ja? Also das, was total merkwürdig ist. Ne? Die sind aber dazu ja gekommen, weil sie sagten, also wir können es nicht konsistent denken. Ja? Und weil wir es nicht konsistent denken können, gibt es das nicht. Ne? Und das ist natürlich eine ganz andere Argumentation, aber da würde ich dir recht geben. Also das war ein bisschen billig, da zu sagen, naja klar, also wenn wir jetzt nur den ersten Teil der These nehmen, dann könnte das so aussehen, dass die Eleaten Zeit-Irrealisten waren. Ja? Aber sie reden gar nicht über Zeit als Konzept. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe nur eine Verständnisfrage. Hast du Herakleitos als Zeitrealisten eingestuft oder nicht? Hatte ich das richtig verstanden? Ja, also weil, auch der redet ja nicht über Zeit. Also das ist das Problem bei den Herakleitern und bei den Eleaten. Die reden nicht über das Konzept der Zeit. Die haben auch keine Definition dafür. Sie reden über Zeitliches und Veränderliches. Ne? Und okay, weil es gibt doch diesen Aphorismus, Herakleitos meint, Zeit ist ein Spiel, das wunderbar von Kindern gespielt wird. Und das scheint doch zu suggerieren,
das zeigt letzten Endes etwas aus der erwachsenen philosophischen Perspektive, nicht real ist, der Logos, das Feuer, das zu- und abnimmt in Quantitäten und so weiter, ist selber nicht der Zeit unterworfen, sondern ermöglicht die Zeit erst. Kann ich nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt, weil das ist eine notorische Schwierigkeit bei der Interpretation der Fragmente von Heraklit. Also da können wir jetzt eine große Debatte anfangen, aber ich glaube nicht, dass es um etwas Irreales geht dabei. Oder dass es hier dass deswegen Irrealität wäre. Und die zweite Frage wäre noch, gibt Albertus Magnus auch Argumente, warum Zeit als Potentia oder als Dynamis, wie Averroes sie darstellt, nicht reicht? Also sieht Albertus Magnus das sozusagen als billige Ausrede? Ja, also sie existiert eben potenziell, aber das ist nicht die wirkliche Existenz, um die es geht und damit auch nicht die Intention der Kirche. Also gibt es, Magnus, irgendwelche Argumente, warum das nicht gut genug ist? Das kann ich dir nicht beantworten, weiß ich nicht, müsste ich nochmal gucken. Aber er bezieht sich da, glaube ich, nicht auf diese Potentia-Dynamis-Geschichte, soweit ich weiß, aber bin ich nicht sicher. Es sind auch so viele Leute, die da schreiben und reden, das ist schwierig. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wollte auch noch mal zu der These 200 fragen. Also du hast ja sehr eindrücklich dargelegt, dass es im Interesse der Kirche war, die quasi abzuräumen, diese These. Mhm. Und zwar sowohl, weil die Kirche halt die Ewigkeit Gottes erhalten will, als auch die Zeitlichkeit, die es braucht, damit Schöpfung überhaupt möglich ist. Ich habe mich aber gefragt, also du hast ja auch gesagt, das ist eine These, die gar nicht vertreten wird, ob nicht die PhilosophInnen gut daran tun, diese These auch deshalb nicht zu vertreten, weil sie inkonsistent ist. Also vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung von dem, was Dirk eben in Bezug auf dieses Und oder inklusives oder sowas gefragt hat. Denn wenn sowohl Ewigkeit als auch Zeit nichts in der Realität sind, frage ich mich, was bleibt denn dann noch übrig? Also ist nicht quasi der Umstand, dass die Ewigkeit existiert, ist nicht die Ewigkeit gerade dadurch gekennzeichnet, dass etwas aus der Zeit herausfällt und umgekehrt ist nicht gerade die Zeitlichkeit dadurch gekennzeichnet, dass es eben solche Zäsuren und sowas gibt. Also gibt es da noch irgendwas Drittes, was den PhilosophInnen dann noch bliebe, wenn sie denn unbedingt daran festhalten wollen, dass diese These wahr ist oder sowas? Also ich glaube nicht, dass es da was Drittes gäbe. Ne? Das ist tatsächlich, ich denke das nicht. Aber deswegen, diese These hat eben auch niemand vertreten. Ja? Also wenn man das zusammennimmt, Zeit und Ewigkeit, das ist sowieso problematisch. Ne? Also deswegen habe ich mich jetzt vor allen Dingen konzentriert auf die These, dass die Zeit irreal ist. Ne? Und dann hat man das Problem schon mal nicht mehr. Ne? Aber aber das ist ja durchaus eine These, die vertreten wird. Ne? Also Anfang des 20. Jahrhunderts, MacTaggart schreibt den Aufsatz 1908, glaube ich, The Unreality of Time, und wo dieses Argument kommt mit den A-Reihen und B-Reihen, dass wir also verschiedene Ordnungsschemata haben, die wir aber nicht ohne einander entwickeln können. Und dann kommt es eben daher, dass wir also solche Unterteilung wie Vergangenheit oder vergangen, gegenwärtig, zukünftig, dass die ja sozusagen nur subjektiv sein können und dass insofern also auch die Ordnung nach früher oder später im zeitlichen Sinne nicht, dass das keine Realität haben kann. Was ein sophistisches Argument ist einfach. Ne? Und also ich bin kein großer Fan von diesen zeitsubjektivistischen Interpretationen. Ja, also ich bin ja echt der Meinung, der Einzige, der das vernünftig darlegen kann, ist Kant in seiner Antinomie der reinen Vernunft, weil er eben auf der einen Seite in der Thesis sowohl intellektuelle als auch empirische Grundlagen darstellt, also empirisch wäre, natürlich wie wir die Zeit erleben, fortschreitend, intellektual als Ewigkeit. In der Antithesis sagt er, es gibt nur die empirische Variante. Und das wäre im Prinzip das, was vor der Zeit war, dass es heißt, okay, es gibt nur die empirische Variante. Und in dem Moment, wenn ich aber beides berücksichtige, dann ist tatsächlich das Dritte, was du gerade gesagt hast, denkbar. Und Kant zeigt es hervorragend in der Kritik der reinen Vernunft und der Antinomien.
Also ich habe jetzt auch nicht über Kant geredet, kein Wort mit Absicht, weil ich durchaus sehe, also ich meine, das ist ja die Grundfigur des transzendentalen Idealismus überhaupt. Ne? Wir haben es bei der Zeit mit einer empirischen Realität zu tun. Ne? Also von daher ist er Zeitrealist. Ne? Deswegen kann er auch die ganze Newtonsche Physik hier gewissermaßen integrieren. Aber andererseits haben wir eben transzendentale Idealität, ne? Weil die Zeit eben Form der Anschauung ist. Ne? Das heißt aber nicht, dass die, also ich würde eben deswegen auch, das wird ja manchmal gemacht, dass man Kant irgendwie unterstellt, er hätte die Zeit subjektiviert oder sowas. Ne? Das ist ja, das sieht zunächst einmal so aus, weil er sagt, Zeit ist Form der Anschauung. Aber sie ist ja nichts in der Anschauung. Ne? Also sie ist nicht etwas nur in der Anschauung. Ne? So. Und insofern nimmt Kant, also das ist ein interessantes Gebiet, ja, wie er also gewissermaßen diese ganze Diskussion eigentlich gut lösen kann. Ne? Also jetzt nicht nur in der Antinomienlehre, sondern schon auch in der transzendentalen Ästhetik. Ne? Ja, dann hätte ich auch noch eine Frage. Ich habe eine pragmatische Frage, glaube ich. Was ist aus den 219 Thesen geworden? Also du hast ja gesagt, ne, ist ja Lehrverbot gewesen, Denkverbot gewesen. Sind es mehr geworden, sind es weniger geworden? Hat irgendjemand gesagt, also so, jetzt hören wir damit auf? Oder? Ja, also ich hatte ja bei der kleinen Geschichte der ganzen Verbote, da gab es ja eben 7 Jahre vorher, gab es ja schon mal 13 Thesen. Ne? Und dann haben wir natürlich dann zum Beispiel im Häresieprozess gegen Meister Eckhart, haben wir auch irgendwie 43 Artikel, die er, also das bezieht sich dann direkt auf die Eckhartschen Texte, ne, was er dort gesagt hat, die unter Häresieverdacht stehen. Also da kommen immer mal wieder welche dazu. Aber es sind tatsächlich auch Philosophen gewesen, die an diesem Katalog, sage ich mal, mitgearbeitet haben. Das ist tatsächlich eine groß angelegte, ein Projekt gewesen, was damals aufgelegt wurde. Und das ist tatsächlich dann aber auch wie kanonisch geworden. Also das 219 ist ja schon eine ganze Menge und da hat man eigentlich alles abgedeckt, was so vor allen Dingen eben, das auch bezieht sich nicht nur auf Naturphilosophie und Metaphysik, sondern auch auf magische Dinge und also alles Mögliche, was da noch mit hineinkommt. Und wie jetzt diese Kataloge sozusagen erweitert wurden, aber das war ein ziemlich langer, fester Bestandteil dessen, was man tunlichst nicht behaupten sollte. Ja, ja, naja, ich meine, es ist ja schon, also ne, wie du schon sagst, Lehrverbot, Denkverbot ist ja sehr weitreichend. Man fragt sich ja dann auch, wenn es schon so umfangreich ist, also gab es die Möglichkeit, das zu revidieren und dann auch zu sagen, nee, also da haben wir uns. Ja, klar. Also zum Beispiel ganz interessant jetzt historisch gesehen, Thomas von Aquin hat ja versucht zu vermitteln und dann 1277 hat er gar nicht mehr miterlebt. Aber es ging ja dann darum, Thomas von Aquin war ja Dominikaner, der Orden hat dann sehr stark betrieben, dass Thomas heilig gesprochen wird. Und das, also wir haben Pseudotomismus eben die Hausphilosophie sozusagen der katholischen Kirche ist. Und war es dann tatsächlich so, dass man also manche Sachen, die man bei Thomas lesen konnte, auch bei diesen 219 Thesen andeutungsweise, oder zumindest stand das in Verdacht. Ne? Also da musste man schon argumentieren dafür, dass das bitte schön rausgenommen wird, weil sonst wäre es nichts mit der Heiligsprechung geworden. Ne? Und das war dann irgendwie 20er Jahren im 14. Jahr, also 1325 oder so. Ja. Und da hatte man dann durchaus, also jetzt anlässlich dieses Projektes der Heiligsprechung, dann auch, denke ich, einiges zu tun, aber kann ich jetzt keine Details liefern. Klar. Gibt es weitere Fragen? Alle Fragen geklärt. Bis in alle Ewigkeit sozusagen. Also dann nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Sprecher, an Andreas. Danke. Vielen Dank für die Diskussion an Sie. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit einem Vortrag von Ariane Schneck zum Thema feministische Perspektiven auf Descartes Dualismus, Umbruch oder Aufbruch? Fragezeichen.